drin. Geh weg. Ich bin bewaffnet. Mücke, wenn du zurückkommst, wirst du dein blaues Wunder erleben. Ich habe mir letztens ein paar Gedanken gemacht, was für einen Bullshit ich als Kind tatsächlich geglaubt habe. Ich will nicht sagen, dass ich dumm war, aber irgendwie naiv. Einfach weil ich wegen bestimmter Dinge meine Eltern gefragt habe, so auch Sachen, die so, sagen wir mal, Sexualität angehen. Wenn die nicht wussten, wie die darauf antworten sollen, dann haben die mir einfach irgendeinen Bullshit erzählt. Und deswegen habe ich teilweise echt jahrelang irgendeine Scheiße geglaubt. Ach, deswegen hier ein paar, sagen wir mal, Stories aus meiner Kindheit, die ich geglaubt und gedacht habe. Und finde ich mal cool, ob ihr vielleicht auch irgendwie in die Richtung sowas gedacht habt oder geglaubt habt. Oder meine Eltern haben eine Pizzeria besessen und wir haben direkt über dieser Pizzeria gewohnt. Und deswegen habe ich einfach diese Behauptung in meinem Kopf gehabt, jede Person, die irgendwas arbeitet, wohnt in ihrer Arbeit. Und deswegen habe ich immer gedacht, dass alle Lehrer und alle Kindergärtner und alle Menschen, die halt in dem Beruf arbeiten, auch da schlafen. Vor allem, weil es im Kindergarten auch einfach Betten gab. Und die einzige Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, wie passen die in diese kleinen Betten? Stellen die alle Betten zusammen, wie bei Schneewittchen, die schlafen dann so quer drüber? Ich weiß es nicht. Das sind auf jeden Fall so Gedanken, die ich gehabt habe. Und irgendwann mal habe ich dann meine Kindergärtnerin gefragt. Ich könnte schwören, die hieß Frau Pfannenwender. Jedenfalls, ich war dann so, Frau Pfannenwender, wo schlafen Sie? Und sie war so, zu Hause. Und ich war so, ja, aber hier ist doch ihr Zuhause. Und ich war so, wenn ich eine Kindergärtnerin sein will, muss ich dann im Kindergarten schlafen und leben? Ich weiß nicht. Oh. Vor allem, wenn ich dann von anderen Mitschülern oder mit Kindergartenkids dann erfahren habe, dass die Eltern als Anwälte oder so arbeiten. Ich war so, boah, cool, du wohnst in der Anwaltskanzlei. Ich wohne in einer Pizzeria. Und die waren so, okay, cool. Habt ihr sowas auch mal gedacht? Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, egal. Irgendwann, als ich dann älter wurde, hat sich mir dann die Frage gestellt, Mädchen haben Vaginas. Jungs offensichtlich nicht, denn ich habe schon mal ein nacktes Baby, einen nackten Babyjungen gesehen und das war zum Teufel nicht das, was ich da unten hatte. Ich habe mich tatsächlich einfach gefragt, wie heißt das? Wie benenne ich das? Was ist das für ein Wort? Weil ich hab's nie gehört. Es ist nie darüber gesprochen worden, weil mein Dad ist ja Marokkaner und deswegen halt auch muslimisch und deswegen viel, viel strenger, was dieses gesamte Thema angeht. Irgendwann mal habe ich dann, mein siebenjähriges Ich, meinen gesamten Mut zusammengerissen und habe gesagt, Mama, komm mal her. Das war, während sie dann in der Bagetterie war und gearbeitet hat und mein Dad war halt hinten irgendwo. Und ich wusste nicht genau, was ich sagen sollte, weil die einzige männliche Person, die ich kannte, war auch mein Vater. Und ich war so, Mama, komm mal her. Ich habe eine wichtige Frage an dich. Die war so, okay, was ist denn mein Kind, ne? Du kannst mich alles fragen, was du möchtest, was du willst. Ich war so, ja, ich habe eine Frage. Papa hat da unten ja was, ne? Und ich war so, okay. Und ich war so, wie nennt sich das? Und zeig's auf meinen Dad. Meine Mom so, das nennt sich Eimer. Und ich war so, Eimer? Und ich war so, ja, an dieser hundertprozentig. Ich meine, bist du dumm, mein Kind? Wieso weißt du nicht, wie sowas heißt? Ein paar Wochen, Monate, Jahre später ist mir dann aufgefallen, dass mein Vater zu dem Zeitpunkt Eimer in der Hand hatte, weil wir haben halt sowas wie Käse oder so halt in Eimern und geliefert, so Remoulade war in Eimern bei uns. Und deswegen hat sie wohl gedacht, ich zeige auf den Eimer und bin einfach ein was nicht weiß, dass ein Eimer Eimer bedeutet. Jedenfalls, über einen dieser Videos, da war eine von diesen riesigen Marmorstatuen so und die haben halt immer den Dödel abgehackt. Meine Cousine, die ein bisschen älter war als ich glaube, die war 16, 17 oder so, wir gehen da vorbei mit der ganzen Truppe und meine Cousine so, guck mal, der hat den Penis abgehackt. Und meine Mama so, psch, sowas sagt man nicht, das ist nicht dieses Wort sagen, die Kinder sind noch voll jung. Und ich war so, hä, was heißt denn Penis? Und meine Mama so, nichts, Anissa, nichts. Ich war so, hä? Ich dachte, das heißt Eimer. Und alle drumherum so, was laberst du? Was für Eimer, Nisa? Und dann habe ich meine Mama erklärt, das ist so, Mama, das hast du mir gesagt. Ich habe dich gefragt, wie das heißt. Und du meintest, das heißt Eimer. Und es war mir so unangenehm, einfach zu fragen, dass ich mich nicht getraut habe, nachzuhaken. Oh Gott. Eine weitere Sache, die ich als Kind einfach irgendwie, ich glaube, auch missverstanden habe, war, es gibt ja Parfüm. Und es gibt Eau de Parfum und Eau de Toilette. Auf Deutsch dieses ganze EAO de Toilette. Eau de Toilette, das bedeutet einfach nur Wasser von Toilette. Und deswegen dachte ich mir, okay, Wasser aus der Toilette. Und bestimmt sprühen sich die Leute nicht das Klowasser drauf. Aber als ich dann mal irgendwo, ich glaube in Frankreich, Eau de Toilette gelesen habe, an der Toilette hing das. Und ich war so, okay, meine Mama so, ja, das ist Parfüm, so ein Spender. Ich so, oh, cool, das benutzt. Und dann bin ich überzeugt davon gewesen, dass immer dieser Spender auf dem Klo einfach Parfüm ist. Und deswegen bin ich dann, egal wo ich war, habe ich immer das Desinfektionsmittel genommen, was auf dem Klo gab, mich damit eingerieben, ohne Ende und war so, ich habe Parfüm drauf. Wie können die Parfüm so günstig machen? Ja, und irgendwann mal waren wir dann
Essen mit der ganzen Familie und ganz vielen Freunden von mir, also so richtig viele Leute. Bin auf Toilette gegangen, bin in die Kabine rein und bin auf dem Klo und der so, oh, hier gibt's Parfüm, Gott sei Dank, ich bin schlau und benutze das Gratis-Parfüm auf Toiletten. Ich habe mich so eingetränkt in diesem Desinfektionsmittel, was einfach so für die Klobrille war, für die Klobrille desinfizieren. Ich komme runter, ich bin so, Mama, riech mal an mir, und die war so, du riechst ja gut. Ich so, ich weiß, ich habe Parfüm benutzt. Die so, was, Parfüm? Ich so, nein, es gibt doch immer Gratis-Parfüm auf öffentlichen Toiletten, Mama. Weißt du das denn nicht? Eau de Toilette, das ist Gratis-Parfüm. Und die war so, Anisa, was hast du getan? Ich so, das mache ich schon immer, seit Jahren, Mama. Bis meine Mama mir erklärt hat, dass das Desinfektionsmittel ist, so, zur Reinigung. Und da war Putzmittel drin ist und ich das vielleicht nicht auf meine sensitive Haut schmieren sollte, was ein bisschen zu spät war. Alle haben gelacht, weil ich nach Kloreiniger gerochen habe. Ja, oh mein Gott, ich habe meine Kindheit nach Kloreiniger gerochen. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt für mega seltsam oder auch dumm haltet, aber egal. So Leute, das sind auf jeden Fall alle Kindheitsstories, die mir heute so eingefallen sind. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so als Kind gedacht habt oder nicht gedacht habt. Folgt mir gerne auf Twitch, wie immer, für ein paar Livestreams. Folgt mir gerne auf Instagram, wie immer, für ein paar Nicht-Livestreams-Fotos. Ich hab euch lieb. Ich habe immer noch keine Abmoderation, genauso wie ich immer noch keine Anmoderation habe. Also wenn ich einfach so ein bisschen mich so aus der Cam bewegen. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und da ist schon wieder diese Fliege!